Um ein Einfamilienhaus ein Jahr zum Beispiel mit Nahwärme zu beheizen, sind etwa 2 Stunden Waldpflege nötig. Dazu kommen 10 Stunden für Fällen, Rücken und Servicieren des notwendigen Maschinenparks. 2 Stunden für die Produktion des Hackguts und dessen Transport zum Heizwerk. Weitere 2 Stunden für Administration, Verrechnung und Planung. Und 7 Stunden für den Betrieb des Heizwerks und der Hausanschlüsse. Insgesamt macht das 23 Arbeitsstunden. Holz schafft also Arbeitsplätze und damit wertvolle regionale Wertschöpfung. Denn die an der Holzverarbeitung beteiligten Personen geben ihr Geld ja wiederum in der Region aus. Keine Frage, auch die Nutzung von Öl und Gas sorgt für jede Menge Wertschöpfung. Der überwiegende Teil davon außerhalb ihrer Region. Auf Bohrinseln, in Raffinerien, Hafenanlagen, beim Transport zur See oder über Pipelines. In ihrer Region verbleibt nur ein kleiner Teil der Wertschöpfung. Bei Ölheizungen sind es 3 regionale Arbeitsstunden, bei Gasheizungen gerade einmal 1,5. Eine Information des österreichischen Biomasseverbands mit Unterstützung von Bund, Ländern und Europäischer Union.